Ja, und auch zu diesem Thema wollen wir zumindest eine Stimme auch aus Deutschland hören. Katrin Göring-Eckardt, Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, hat sich heute zu Trump und auch zur Katastrophe in den USA geäußert. Auf den Hurricane Harvey muss jetzt eigentlich der Sturm der Entrüstung folgen. Ich fordere Herrn Trump auf, zurückzukehren auf die gute Seite der Geschichte, zurückzukehren zum Klimaabkommen von Paris. Dem Klima steht das Wasser ganz real bis zum Hals. Und wenn wir es jetzt nicht tun, dann wird es immer so weitergehen. Und deswegen erwarte ich auch von Frau Merkel, dass sie das Klimaabkommen von Paris endlich umsetzt. Die Achillesferse bei der Bekämpfung der Klimakrise ist das Aussitzen von Frau Merkel. Und wenn wir jetzt nicht zupacken, wenn wir jetzt nicht endlich handeln, dann werden wir nicht nur über die nächsten 4 Jahre, sondern weit länger mit den Folgen dieser Politik zu tun haben. Was die Folgen dieser Politik sind, kann man heute sehen an den Zahlen der Münchner Rückversicherung. Die Kosten für die Schäden von Starkwettern, von klimabedingten Wetterproblemen sind im letzten Jahr verdoppelt worden, weltweit verdoppelt worden. Das sind die Folgen einer falschen Politik, die wir jetzt ausbaden müssen. Wir haben den Wirbelsturm in den USA, wir haben die Bergabstürze in den Alpen, wir haben die Ernteausfälle in Deutschland. Alles das sind sehr klare Indikatoren dafür, dass wir die Klimaschutzpolitik endlich grundsätzlich verändern müssen.